Wir starten jedenfalls jetzt wieder mit normalen Zeitvorgaben, nicht mehr so super lang. Okay. Ja, ist in Ordnung. So. Okay. Also, wenn man Mel zu viel Zeit geben, wird es immer viel zu hübsch, dann habe ich Depression, wenn ich meine Malerei angucke. Mach ich jetzt hässlich. Ja, mach mal hässlich. Okay, ich gebe mir Mühe. Nein. Mach mal hässlich. Ich mache jetzt Werbung für deinen Insta, ja? Versuch, danke. Muss ja einer dabei sein, der alles ausbügelt. Ich schicke noch eine nächste Runde, wir haben bis 22 Uhr Zeit. Was sind denn Schuldkröten? Hey, Leute, das ist gruselig gerade. Keine Diskriminierung hier. Ich habe gerade dieselbe Idee gehabt und jetzt habe ich dieselbe Idee zu malen. Dann bin mal gespannt, ob am Ende aufs Gleiche wieder rauskommt. Okay, ich bin fertig. What? What? Am Arsch. Oh nein, ich werd nicht fertig. Ich mal bloß gerade aus. Denke, das ist verständlich. Mel kriegt das ja wieder, die muss ja wieder interpretieren, ne? Von mir. Das wird schon lustig. Have fun, Mel, sag ich mal so, ne? Ja. Schade, Q-Tinker, dann wünsche ich dir eine wunderbare gute Nacht, ne? Und dass es dir morgen gut geht auch. Was? Was? Don't know, danke, Ben. Sehr minimalistisch. So minimalistisch ist es gar nicht. Ich vermute mal, dass du das darstellst, aber mal sehen. Das war knapp. Wow. What the fuck? The fuck? Schau, wir haben hier Vierecke, wir haben Kreise, aber keine Dreiecke. Wow. Und keine Polygone. Schweinerei. Polygone, Bro. Was geht? Was ich glaube ich sogar echt nice finde, ist, wenn der Hintergrund so ganz leicht hellgrau wäre, dass man weiß erkennen kann drauf. Kannst du auch hellgrau machen als erstes. Ja, aber. Einfach ausgehen. Hey, Hellgrau macht es auch doof. Ich hab keine Ahnung, wie jemand das erkennen soll. Das ist gut. Das ist morgen frei, gell? Stimmt, war Freitag. Der hat sowieso frei. Ja. Frei. Wir machen Dinge. What the fuck? Hey. Was soll das denn sein? Ach so! Ah, jetzt raff ich's. Ah. Na, Mel, erkennst du's? Also ich merke jetzt, dass du jetzt versuchst, nur noch mit Form zu arbeiten. Moment. Das machst du wirklich einfach. Dann hast du nicht meins, wenn du mit Form arbeiten sagst, nee. Es ist es, dann habe ich nicht deins. Komisch. Aber ich hatte vorhin ein paar mit Form. Ja, dann kriegst du höchstwahrscheinlich meine. Die sind zu 90% mit Form gemalt. Ich mal fast gar nicht mit Form. Das ist tatsächlich ganz smart. Oh, what the Ach, fuck. Ach du Scheiße, ich mach mein Gameboy an. Nee, halt, stopp, nicht so. Halt, stopp. Jetzt zeichne ich. Halt, stopp, alles bleibt hier so, wie es ist. Ob du nur hier bist und nicht. Also, wer das erraten kann, der hat. Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Wer jetzt kritisiert, der hat einfach keinen Geschmack. Ich bin sowas von bemüht, die wichtigsten Sachen sind drin. Wenn man das nicht erkennt, ist nicht mein Problem, ja? Da muss man einfach ein bisschen abstrahieren können. Ich bin inzwischen aber nicht mehr überrascht über das, was ich malen soll, tatsächlich. Denk mir jedes Mal so, ja, okay. Ja, du bist hingenommen. Ja. Okay, oder was ich krieg. Ich denke mir bei jedem Bild, what the fuck. Also, aber wer schreibt so? Ja, mit dem Arm komme ich ja nie weiter. Ich glaube, ich weiß, wer das eigentlich sein soll, aber so sieht's nicht aus. Deswegen, ich muss beschreiben, was ich sehe. Na, du darfst schon ein bisschen interpretieren. Naja, ich interpretiere. Irgendwie würde es vielleicht erkennen, wen ich meine. Ich hoffe so, Mischpuzzle. Oh, gut, das ist ja super. What the fuck? Was soll ich das denn mal? Top, du hast nicht meins. Ich bin eigentlich jetzt schon fertig. Das Wichtigste ist drauf. Und es ist erkennbar, würde ich behaupten. Ich könnte noch mehr Sachen malen. Mache ich mal, weil ich cool bin. Ich denke, das kann man erkennen. Das wird lustig.
Immer gespannt. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich gut abstrahiert. Ich glaube nicht, dass das der Anfang ist eigentlich, aber... Ich glaube, man kann erkennen. Ich glaube, das ist das beste Bild, das ich je gezeichnet habe. Ich bin so stolz darauf. Sag uns bitte später, wo das beste Bild ist. Stolz bin ich auf mein Bild, hatte ich jetzt auch gerade ein bisschen. Ich finde es auch ziemlich gut gelungen. Hä? Ja. Wait, what? Was ist das? Das meinst du bestimmt. What the fuck? Die Auflösung ist das Interessante. Performance. Ja, so, das ist schon spannend. Ich hatte schon mal mein Taschentuch bereit zum Wein. Oh, ich weiß, wo das hingeht. Ach, das ist Merkur-Scheiße. Ich bin sowas von gefickt. Das ist die Ratte. Das ist echt gut gewonnen. Ich bekomme ein kleines Haus. Ich muss was ich denn kann. Oh, so was? Oh, no. Oh, no. Ich bekomme ein kleines Hausbesuch, denke ich mal. Was ist das? Ah, die Raute, das ist aber ein Dreieck. Wir brauchen kein Dreieck, wir brauchen eine Raute. Deswegen habe ich auch gesagt, hey, oh, Rassismus kein Dreck. Keine Würmer im Bach. Blondes Mädchen. Ja, das kommt wieder an. Das passt schon wieder zum Anfang, ne? Ja, darauf bin ich sehr stolz. Ja. Das ist richtig gut. Ja. Charlie will nicht ins Wasser. Ich bekomme gleich Hausbesuch. Kein Problem, ich bin super getroffen von Lumi. Ach, mit FFP. Hulk wird sauer, weil er seine Stirn nicht sehen kann. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag den Satz. Entschuldigung. Ist böse, weil er einen Entschuldigung. Oh, das ist ein süßer Hulk. Aber es ist ein bisschen traurig, oder? Identifizieren, muss ich sagen. Hulk hat einen Kackhaufenhut und ist wütend. Aber er ist immer noch wütend, ist gut. Er ist immer noch Hulk. Oh, die Scheiße, die Wärmerklappe nicht mehr los. Hulk wurde auf den Kopf geschüttelt. Oh Gott, ist das dein Ernst, Felix? Felix ist der mit den Formen. Creeper. Einem Zombie wird einem Vogel auf den Kopf. Ja, da wurde. Das könnte auch ein Vogel sein. Da sind Dinge passiert. Das Dead escalated. Am Ende immer noch mal gucken, was am Anfang stand. Speicherst du da einfach ab? Ja. Nur weil ich ja halbe Schnappatmung bekomme. Weg in die weite Welt. Oh nein, warum steht der Sprung davor? Oh, das ist cool. Weil es lustig ist. Ich verstehe es und ich finde es ein bisschen süß. Ich bin Zebra, aka Einhorn, fliegt herum. Ja, da hatte ich es dann. Moment, wo krieg ich das? Hä? Was zum Fick ist das? Der Ass. Was denn? Das funktioniert! Es wurde erkannt! Weißt du, was ist das Problem, Mel? Das ist eindeutig. Wo hab ich das bekommen? Aber wieso hast du jetzt wieder ein Horn? Oh, ja, das wurde wahrscheinlich bei mir noch falsch. Das war das, was ich nicht wusste, aber... Mann, mit Zwangsjacke. Oh no! Wie malt man eine Zwangsjacke? Oh Gott! Oh Gott! Melle hat jetzt den Lied bekommen. Ah, ich sehe schon, dann muss ich jetzt immer zeigen. Ich wurde gerade gedisconnected kurz, glaube ich. Zu einem Jungen und will ihm einen Wunsch erfüllen. Jetzt bin ich zum Fee geworden, ja? Ich habe halt noch für 20 Tage so ein Schloss ans Oberteil. Das ist jetzt geil. Okay, zum nächsten. Macht's aber jetzt automatisch, oder? In einem See. Einer kann nicht schwimmen. Okay. Ich weiß, wo das hingeht. Ah, deswegen war das gleich mit dem See, ne? Mit dem Baden im See. Okay, ich verstehe es jetzt auch. Ah, ich weiß auch, wo es hingeht. Rettungsschwimmer schwimmen zu untergehen. Ja, genau, das hat mich noch nicht angekriegt. Dem.
Ja, das verstehe ich. Wow. Also es ist gut gezeichnet. Ja, aber es ist keine Zeit. Bei der nächsten Zeichnung werden wir einen ertrinken, den Boy aus dem Bois. Also, du zeichnest schneller, als die Leute tippen können, ja? Ohne Scheiß. Aber das kommt bis jetzt super durch. Ja, ja, kommt's auch. Zwei Rettungsschwimmer retten jemanden mit Schwimmring am Strand. Was ist Scheiß? Das hab ich gemacht. Ey, auf was bin ich stolz? Als hätten wir uns mit Werbung. Was konnten die denn hin und her werfen? Aber es wurde ja, das ist cool. Ich hätte jetzt wahrscheinlich eher was geschrieben, wie Menschen schmeißen Typ in Hula-Hoop-Reifen durch die Gegend. Ja, das hätte ich auch geschrieben. Aber ja, die Füße siehst du ja nicht. Also muss es ja mehr sein. Oh, da hätte ich noch ein paar Wellen reingemacht. Oder es ist ein Portal-Portal. Durch die Gegentyp bestimmt. Das könnte auch ein Portal sein. Stimmt eigentlich. Es ist Portal, eindeutig. Wow. Es ist eindeutig Portal. Jetzt hat jemand. Nein, dann wäre es orange oder blau, das Portal. Richtig. Ein Zocker zockt auf dem Balkon. Ah, ah, war wirklich okay, das. Wo ihr Frühlingsgefühle gesagt habt. Okay. Okay. Ah, okay. Das habe ich sogar noch erkannt, halbwegs. Ben streamt vom Balkon aus. Ich dachte, das ist nicht jemand von uns. Oh, das ist ja richtig geil. Richtig mit Perspektive, Alter. Ja, aber ein bisschen viel Perspektive, oder? Wenig Inhalt. Ja. Das aus. Aber es kommt gut durch. Ja, Mensch. Der Rechtsbein. Ja, genau. Und hier also stand ich vor der. Hier war das Problem. Ich hab mir schon fast gedacht, dass das Lumis Ben ist. Dass du mich siehst. Also, dass du das. Bei mir lädt das immer. Aber ist bei mir ein Hund geblieben. Das hab ich bekommen. Ich hab hier einen Hund in dem Garten. Und der Hund ist ja mega. Krasser Scheiß. Für den Garten gut. Hund sitzt ja, im umzäunten Garten. Ja, das Stream ist ein bisschen abstrakt geworden. Okay, weiter. Ich mach wieder das umgesetzt hat. Schuldkröten Lumi macht eine Art. Schuldkröten Lumi! Eine Frage vom Anfang. Die Schuldkröten Lumi! Ich dachte, das ist das gewesen, was du mir gegeben hast. Nee, hab ich nicht. Schildkröte springt vom 10 Meter Turm und hat Angst. Was? Oh, Lumis? Nee, das, wir haben, glaube ich, Internetprobleme ein bisschen. Kann das sein? Hä? Kann sein, wir gerade ein bisschen Internetprobleme haben. Luminustisch ist noch drin. Das kommt auch noch vor. Wie weit das kommt? Soll ich warten oder? Nee, ich bin ja da. Okay. Das war nur ganz kurz, war die Verbindung ist irgendwie und dann war ich wieder drin. Was? Mit Wartok springt. Blau! Wartok springt. Ey, Leute, wenigstens diesmal zwei. Oh, Felix, mega! Das ist doch mal ein Tortalk. Es fehlen zwar die Raketenwerfer oder was ist da sein soll, Rücken, aber. Die Wasserwerfer. Blauer, runder Mann mit Eispanzerung. Mit Eispanzerung. Richtig Eskalation. Ich weiß vor allem, wo das am Ende wirklich rauskommt. Ja, geil. Das ist auch geil. Deswegen hatte ich ja gesagt, ich starte mal kurz Kokoman. Ja, also wir. Lumi kam wieder. Ja. Lumi ist blau. Was anderes weiß ich, warum er die blau zeichnen sollte. Deswegen dachte ich Lumi. Deswegen habe ich ja gesagt, ich sollte. Hallihallo Thor, wunderschönen guten Abend. Okay, weiter. Ah. Twitch wird abgeschaltet. What? Das passiert nie. Das ist ja unrealistisch, Xeli. TV wird abgeschaltet. Was für ein Riff. Wenn das Internet wieder weg ist. So. Oh, ah, jetzt weiß ich, was daraus wird. Ja. Yo. Uns geht's super, wir malen uns hier in die Lachorgasmen. WLAN oder Kabelbrot. Und wie geht's dir, Tor? Ich hoffe, dir geht's auch gut. Aber das bleibt jetzt eine Weile. Kabelverbindung zum Router getrennt. Du bist so sad. Und auf die zeigt mich echt stolz, die jetzt kommt. Die ist auch super, ich hab's sofort verstanden. Ja. Jemand weint, weil das LAN-Kabel kaputt ist.
Richtig, weil das sieht für mich aus wie ein Rechner. Also weil das WLAN-Kabel. Ja, das war halt ein Fritzbox-Router und ein Rechner. Genau, deswegen kann es ja nur ein LAN-Kabel sein. Richtig emotional. Ja, total. Also, aber das bei mir ist bewegt. Auch eine Fritzbox. Hat mich sehr bewegt. Tor, falls du möchtest, kannst du übrigens auch noch eine Runde mitspielen. Ich denke, wir werden noch eine machen. Und dann kannst du mitlachen. Abgesehen davon, dass wir Scheiße zeichnen. Ich weiß, wo es hingeht. Ich noch nicht. Person bleibt. Wir auch nicht, siehst du doch. Da wurde einfach mal das Echt ignoriert. Ja, das hatte ich dann wieder. Ich dachte, das Echt wäre so ein... Echt, du jemand bleibst muss daheim? Drin bleiben und ärgert sich. Oh, jetzt weiß ich, wohin es geht. Okay. Krümmel. Das wird doch wieder. Warum bin ich das jetzt auf einmal wieder? Ich weiß nicht, wieso. Das. Das wird doch eindeutig wieder ich sein. Oder auch nicht. Ich hab's nicht interpretiert gerade. Ich hab mich nur gefragt, was das soll. Oh, das sind gar keine Mittelfinger dann. Das sind gar keine Mittelfinger. Oh oh. Oh no no. Zeig den Doppel. Oh mein Gott, der ist fest an der Stange, ja. Der Doppelmittelfinger aus der Zelle, ey. Ich ist ja sogar, dass die Hände vor dem Gitter sind. Ich bin so tiefen impressed. Ich hab einfach den Typ zuerst gemalt und dann die Stangen. Ja, und dann die Hände. So dann die Hände aber nochmal drüber. Ja. Wahnsinn. Okay. Was machst du denn aktuell beim wieder Lockdown, Thor? Oh Gott, ja, keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Oh, yes. Ja, das ist richtig cute. Bis sie die Arme ausstreckt und sich freut. Wow. Ich bin schon eine Ecke weiter. Yeah. Nee. Sie findet Blume und freut sich. Ich habe die Foren fast nicht genutzt. Ja, das glaubt, das hier wird sich nicht viel ändern. Eine glückliche Biene fliegt zu einer Blume, um sie zu bestäuben. Schön die E's weggelassen, damit es reinpasst. Moment, ersäuft sie in der Blume gerade? Ja, das sieht aus, als wäre da so eine Tote drin. Ja, ne? Ja, aber das habe ich nicht gesehen, nee. Es gibt doch so Blumen. Biene fliegt zu Blume. Zu schwarzen Dingern. Das ist gut durchgekommen, ne? Ja. Nur das Arm ist irgendwie nicht so drin.